Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Airborne. Kinder, wir sind auf der Suche nach Kohle, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da war etwas Handlungsbedarf. Die Frage aller Fragen ist, wo finden wir Kohle? Wo düse ich gerade hin? Ich düse in diese Richtung. Hatte ich in dieser Richtung irgendwie Kohle erspäht oder warum machen wir uns in diese Richtung auf? Da ist Lehm. Da geht eh nichts mehr. Da ist Wasser. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich da irgendwie was gesagt habe, hier von wegen, ja, ich mach das offscreen. Die Maustaste, hallo? Das wäre ein bisschen peinlich. Ich habe, ja, es sind zwar nur ein paar Tage her, aber irgendwie 10.000 Sachen, die zu erledigen gewesen waren und so. Und von daher bin ich so ein bisschen raus, was der Stand der Dinge hier jetzt ist. Also jetzt nicht so von der Ressourcenbeschaffung her, was wir benötigen. Aber wo ich was finde und wie ich das irgendwie vorhatte zu machen, ob ich das jetzt vorhatte, wie gesagt, offscreen nach Kohle zu suchen oder halt das Ganze innerhalb des Spiels stattfinden sollte. Ich bin hier so ein bisschen hektisch, weil wir haben nicht mal so viel Kohle. Und jetzt hier noch stundenlang suchen zu müssen, ist nicht so ganz toll. Wir sind da so ein bisschen, glaube ich, in Not. Klinik erforscht, das ist schön. Technologiebaum direkt öffnen. Neue Forschung. Nachdem wir. Achso, neue Forschung möglich. Nachdem wir nun wissen, wie man Minarett und Klinik baut, kam uns eine Idee für ein neues Gebäude. Die haben auch eigene Ideen. Jetzt wird es aber ganz wild. Geistheiler. Öffne den Technologiebaum und begib dich zu Sehnsüchten, um mehr zu erfahren. Ja, nicht jetzt. Wir haben andere Dinge, die wichtiger sind. Warte mal, erstmal da. Wir brauchen mehr Tempo. Ja, auf jeden Fall. Wir brauchen auf jeden Fall 64 Stunden dauert es, damit wir 50% weniger Wasser pro Haushalt verbaseln. Kleinen Moment, da müsste ich mal im Bereich Lagerung gucken. 32 Stunden benötigen wir, um einen dreietagigen Wasserturm dann letzten Endes bauen zu können. Ich glaube, ich mache das. Auch wenn das ebenfalls ewig dauert, aber ich meine, die andere Geschichte da, ne, von wegen 50% weniger und so weiter, ist natürlich eine Hausnummer. Davon brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber 64 Stunden wäre so der nächste Punkt. Ne? Nachdem wir die Kapazität hier für Wasser entsprechend erhöhen können, wäre es toll, wenn ich dann halt entsprechend daran gehen könnte, ne, wenn uns dann nicht wieder irgendwas anderes in die Quere kommt. Das meine ich jetzt mit toll. Wäre es toll, wenn ich da halt dann die Zeit hätte, mich um diese Geschichte damit mit dem Wasserverbrauch, mit der Reduzierung des Wasserverbrauchs auseinandersetzen zu können für die nächsten 64 Stunden. Mann, hat das jetzt wieder kompliziert. Ja, toll. Was ich nicht mag in diesem Spiel, was ich so gar nicht mag in diesem Spiel, ist, dass die entsprechenden Ressourcen hier nicht angezeigt werden. Man sucht sich immer einen heißen. Und das ist eigentlich keine große Sache. Man glaubt sogar bei Pioneers of Pagonia war es so, dass die entsprechenden Ressourcen, die einem da so zur Verfügung stehen, dass die auf der Minimap angezeigt wurden. Und hier musst du quasi ja darauf vertrauen, dass du durch Zufall, mehr oder weniger, die entsprechenden Ressourcen findest. Während man halt hier mit dem Teil hier unterwegs ist. Ne? Das ist
gut, ist natürlich eine gewisse, dann auch eine gewisse Herausforderung und so, alles klar. Ja, vielleicht auch, dass man sich da halt mal Sachen merkt und so, aber ja, weiß ich nicht. Und klar, ich konnte jetzt natürlich jetzt hingehen hier und noch mehr von diesen Kohlemeiler oder wie die Dinger sich dann nennen, bauen. Aber dafür brauche ich Leute. Und die brauchen... Ah, da ist Kohlevorkommen, na Gott sei Dank. Zu weit weg, ist egal. Dazu, ich mach mal hier... doppelte Geschwindigkeit. Nicht, dass der dann so also eine... Der wird dann nur bedingt dadurch schneller, sondern... das ganze Spiel hier etwas schneller läuft. So, kann ich jetzt... Darf ich jetzt... Sind wir immer noch zu weit weg. Jetzt aber. So. Wie viel habe ich? Untätig, sagt er 3. Gut. Dann alles, was geht. Die sind nur noch zufrieden. Warum sind die nur noch zufrieden? Glaube für 76 Nahgebäude, froh, meisten Gebäude. Ach, Gesundheitsgedächtnis. Genau. Das ist der nächste Punkt. So. Der hängt, glaube ich, so ein bisschen nach vorne durch. Kann das sein? Nee, unser Königreich hat so ein bisschen, ist ein bisschen kopflastig geworden. Wahrscheinlich durch die Propeller oder so, keine Ahnung. Gut. Immerhin sind wir jetzt in der Lage, uns hier, ich mach mal hier mal den dreifachen Salto, sind wir jetzt hier in der Lage, Kohle abzubauen, was schon mal gut ist, und unsere Vorräte da entsprechend aufzuspucken, was auch nicht verkehrt ist. So, Leute. Mann. Ja, ich bin heute so ein bisschen, geladen. Ein bisschen Disput mit der Halterung für mein Mikrofon. Meinte immer nachgeben zu müssen, was ich nicht gut finde. Ständig das Ding irgendwie noch vor auf dem Mikrofon rumliegt oder so. Nee, egal. Das ist nicht euer Problem. So, das ist erledigt. Wir haben immerhin, ja, 108, 111, 114 sogar. 100, oh, es werden minütlich mehr. Ja, das ist schon mal cool. Wir haben auf jeden Fall jetzt erstmal einiges an Kohle wieder dabei. Was wir natürlich brauchen. Wie sieht's mit Wasser aus? Mau, ganz mau sehe ich gerade. Uns gehen hier die Ressourcen flöten. Zum einen brauchen wir natürlich viel Wasser. Zum anderen, also für die Leute schon mal selber. Zum anderen produzieren wir mit Hilfe von Wasser Nahrung. Ja gut. Ne, sobald wir in der Lage sind, hier unsere Wasservorräte zu erhöhen, indem ich hier halt die Wassertanks da dreistückig dann bauen kann. Dann haben wir da schon mal wieder die Möglichkeit, entsprechend Vorrat zu tanken. Was nicht verkehrt ist. Ja, die 103 Liter, die werden uns da nicht weit bringen. Fürchte ich. Ja, wir sind bei 65 runter. Da sind 103 Liter schnell weg. Ich sehe da hinten aber auch Wasser. Und der nächste Schritt wäre jetzt halt, dass ich hingehe. Und wir müssen Leute einstellen. Da hilft nichts. Wir brauchen Leute. Und damit ich hier mehr Felder bewirtschaften kann. Wir haben immerhin insgesamt 4 Felder haben wir schon, aber wir brauchen glaube ich dann doppelt oder so, weil dann war das, glaube ich, wenn ich was richtig in Erinnerung habe. Ja, das wird dann so auch noch so eine Sache sein. Und wir müssen natürlich jetzt auch zusehen, hier von wegen mit den Heilstätten, dass wir da die entsprechenden Einrichtungen hier uns ran schaffen. So, wie weit sind wir? Hundertelf.
Bogen ist 113. Weiß nicht, erholen sich die Oasen irgendwann wieder oder liege ich die hier gerade komplett trocken? 120. Einen Moment. Wir machen das mal vorsichtshalber so. Weiß nicht, ob das überhaupt jetzt irgendwas bringt hier, ne? Von wegen hier den Versuch zu starten. Die Oase irgendwie zu schonen. Aber irgendwas sagt mir, dass es nicht verkehrt sein kann. Bin nicht ganz sicher. So, wir nähern uns dieser Oase. Und holen uns da jetzt noch etwas Wasser. Und dann müssen wir zusehen, dass ich hier irgendwo eine Siedlung finde. Sieht interessant aus, das gucken wir uns gleich mal an. Ja, ne, das hatte ich ja schon, glaube ich, in der letzten oder in einer der letzten Folgen gemerkt. Es ist nicht mehr ganz so easy peasy. Es ist nicht mehr ganz so easy peasy. Das wird hier schon ein bisschen heftiger. Ja, die Nahrung geht natürlich jetzt auch langsam den Bach runter. Ja, gut 110. Aber wir verbrauchen mehr, als wir produzieren. Und das bei insgesamt 4 von den Teilen hier, von den Bauernhöfen. Ja, sehr effektiv sind die nicht, ne? Wenn man noch bedenkt, wie viele Leute man da dafür braucht. Am meisten finde ich ja die Geschichte mit den Kohlenmeilern da der Klasse, ne? Dass die ja so, wie war das? Also die brauchen 4 Leute, ne? Für die Produktion. Und das, was dann am Ende bei rauskommt, das war jetzt nicht so viel. Um es mal so auszudrücken. So, 165, sieht gut aus. Da, 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 da. 65, komm, was schafft ihr noch? Und das geht's wieder runter, weil natürlich entsprechend Wasser verbraucht wird, logischerweise. Wir sind bei 172, ich würde sagen. Ja, machen wir uns mal so. Oh, wir haben die 180 sogar voll. Sehr gut. Moment, ich habe da eine. Warte. Erstmal hier auf Normalgeschwindigkeit. Ich hatte hier irgendwo was entdeckt. Vielleicht sollte man ganz kurz sogar pausieren. Da war's. Gut, weiter geht's. Das heißt, wir gucken uns das Teil hier mal an. Eine unbekannte Ruine. Zu weit weg. Ja, wir machen uns aber auf den Weg dahin. Und auf der anderen Seite habe ich dann eine Siedlung entdeckt. Da müssen wir natürlich dann auch noch hin. Damit wir ein paar Leute dazu bekommen. Ich weiß, wir haben 8 Untätige, aber wir brauchen halt auch Leute für unsere Flieger und so, ne? So, zerstörte Brücken. Wir stoßen auf eine Reihe langer Brücken, die Klüften. Die Kluften, nicht Klüften, sondern Kluften überspannen. Der Dunst des Tals hat enorm an ihnen genagt. Dies waren Pfade der Alten gewesen. Wir erschaudern beim Anblick ihres Zerfalls. Aus Tagebücher unserer Reisen von Muluab, dem zweiten Chronisten. Wir kehren nach Hause zurück. Okay. Das war's. Nun gut. Es gab jetzt nichts irgendwie Sonstiges daraus zu ziehen, außer dass die halt hinüber waren und wir erschaudert sind. Gut, verständlicherweise, angesichts des Zerfalls, irgendwo, steht Kohle vorkommen, das ist cool. Brauche ich im Augenblick nicht, da waren die kaputten Brücken, war hier eine Ansiedlung. Ah, sehr schön, ja, da hat man wenigstens so ein paar Orientierungspunkte. Ist die da hinten? Moment mal. Ups. Nein, da war's. Unbekannte Siedlung, weit weg. Ja. Wir fliegen aber trotzdem hin.
Wir brauchen Leute, Leute. Wir brauchen Leute. So. Kleine Siedlung. In den tiefen Tälern erblicken wir eine kleine Schar Siedler bei ihren Häusern. Vielleicht möchten einige Teil unseres großen Rats werden. Ihre Ackerwerkzeuge waren kaum besser als die unseren. Doch sie kannten ihre Lande und nutzten jeden Sonnenstrahl zum Anbauen. Naja, viel Sonne ist da nicht. Wenn ich gerade mir so die Wolken, den Dunst da so angucke, dann wird auch mal mehr. Aus Geschichten der alten Siedler von Muluab, den zweiten Chronisten. So, wir fragen nach Übersiedlern, rekrutieren. Wir fragen nach Übersiedlern, die sich uns anschließen wollen. Einige wirken begeistert, wollen aber sicher gehen, dass ihr neues Zuhause ein besseres sein wird. Boah, kann ich verstehen. Ja, ich glaube, den hatten wir auch schon hier mit den Anführern und so weiter und so fort. Wir schauen mal. Eine abenteuerliche Seele, die von den Möglichkeiten begeistert ist und wenig will. Du bist mir sehr willkommen, Ponka. Wuff Rotun, der will auch unbedingt mitkommen. Für ein neues Königreich zu haben, kann aber etwas Wichtiges nicht zurücklassen. Den rekrutieren wir trotzdem. Und war das ihn hier mit dem Karot, den Halot? Du bleibst zu Hause. So. Gut. 2 ist besser als nix. So, einen Moment mal. Ich muss mal ganz kurz jetzt hier wieder pausieren. Was sagt die Zeit? Die läuft mir davon. Wie immer. Wir bräuchten, da wo ich gerade bin, sind die Sehnsüchte, das seht ihr jetzt nicht so richtig, aber egal, Klinik. Die brauchen 3, also die heilen, oder was heißt heilen, also die versorgen 10 Einwohner, ne, wenn so eine Klinik, wenn die da halt Bedarf haben. Die Klinik selber braucht 3 Leute. Wir haben fast 80 Bewohner. Das heißt, wir brauchen... Also mit 7 kommen wir nicht klar. Wir bräuchten, um das wirklich abzudecken, werden ja noch mehr werden, von, also bräuchten wir 10 Kliniken. Quatsch. 8 Kliniken. Entschuldigung, 8 Kliniken, dann hätten wir halt die Möglichkeit, 80 Einwohner zu versorgen. Wir brauchen dann aber pro Klinik 3 Leute. In dem Rechnen, diesem Kopfrechnen ist nicht so ganz so toll. 24 kann das sein? Bin ich da jetzt auf dem falschen Weg? Ich meine ja, ne? Könnte das hinkommen ungefähr, so eine Drehung. Jetzt mal bitte nach. Aufrechnen 6 minus. Das ist schon nicht viel, schon nicht wenig. Die müssen wir erstmal haben. Also vielleicht ist schon von der Anzahl der Leute hier so eine Klinik zu betreiben, das ist schon eine Herausforderung. Die keine Neigungsprobleme. 1 vor, 0 nach rechts. Warte mal. Also hier wird jetzt nicht so ein Umkreis angezeigt. Muss man eben ganz kurz mal weg. Warte mal, ich schnapp mir mal. Einfach um das mal auszuprobieren. Dieses Minarett. Ah, hier haben wir so ein, ne, ihr seht es da wahrscheinlich, ne, hier haben wir so diesen Einzugsbereich, sag ich mal so, den Wirkungsbereich. Den gibt es bei den Kliniken nicht. Das heißt, wir sind bei den Kliniken freier in der Positionierung. Also ich muss die jetzt nicht hier irgendwo so quasi in die Mitte irgendwo reinsetzen, ne, so wie ich das mit den Minaretten machen müssen, um das entsprechend abgedeckt zu bekommen. Das heißt, ich könnte...
hier so eine Klinik hinsetzen, beispielsweise. Ich überlege gerade, wo ist der? Ja, wir brauchen irgendwann mal vielleicht sowieso eine zweite. Also wir brauchen eine E mehr. Wieso sich das jetzt hier nach 1 nach vorne neigt? Ist das der aktuelle Stand? Weil ich habe ja gesagt, die geht so ein bisschen, nach vorne. Also geht so ein bisschen nach vorne, unser Königreich. Oder ist das der Stand, den wir sozusagen erreichen, wenn wir das Ding jetzt hier bauen? Egal, ich setze das mal dahin. Ich mache auch wirklich erstmal nur eine. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so geschickt war. Guck mal, Weg würde ich noch ganz gerne dazu setzen. Ach, das sind die Lampen. Ich habe mich gerade erschrocken. Ich denke so, das macht irgendwann. Das hat keinen Einfluss. Jetzt sehe ich vor lauter Kringel sehe ich nichts anderes mehr. Warte mal, hier. Ach, da ist die Klinik. Hier müsste ich lang mit dem Weg. Uiuiuiui. So, 1, 2, 3. Das geht nicht. Nee, das geht nicht. Da würde er den Paddel da, den Flügel da versetzen. Ja gut, dann muss das halt so gehen. Bin auch noch nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass das so bleiben wird. So, das ist die eine Sache. Jetzt haben wir 5 Untätige und ich habe mit den Teilen hier noch gar nichts erreicht. Aber wir brauchen halt dringend. Mal schnell. Die Klinik halt, ne? Das war der Punkt. Ja, weil die Leute sind nur noch zufrieden und na gut, jetzt haben wir schon mal 10, die jubeln. Aha. Gesundheit für 10 Einwohner durch Nasgebäude. Immerhin. Da tut sich ein bisschen was. Gut. Ja gut, wir kommen jetzt auch natürlich drauf an. Es kann natürlich sein, dass da so genau wie bei den Lampen dann ein gewisser Schwellwert ist. Ne? Dass ich also jetzt nicht wirklich darauf achten muss, dass ich da alle versorgt bekomme. Sondern das halt, weiß ich nicht, wenn 50 Leute oder 30 Leute oder 40, keine Ahnung, irgendwie versorgt sind, dass dann schon die Geschichte wieder anders aussieht, hier von wegen mit der Zufriedenheit und so. Gucken wir mal. Kann natürlich auch sein, dass wir nicht wirklich dann hier, wenn wir beispielsweise 80 haben oder nah dran sind hier, dass wir dann auch wirklich hier die entsprechenden 8 Kliniken brauchen. 10. Nee, doch. 8, Mann. Das waren 10. Heute nicht versorgt werden, also brauche ich gerade Kliniken. Naja. Weiß nicht, heute ist nicht mein Tag. Irgendwie ist heute so gar nicht mein Tag. Egal. Wir werden das hier alles irgendwie gewuppt bekommen, hoffe ich. Und langsam wird es, wie gesagt, etwas heftig. Wir brauchen noch ein paar Leutchen mehr. Sonst kriegen wir das hier mit der Nahrungsversorgung so gar nicht hin. Aber erstmal ist der nächste Punkt, sobald wir das hier machen können, dass wir hier unsere Wassertanks 3-stöckig bauen, um entsprechend mehr Wasser in Reserve zu haben. Gut. Aufgaben für weitere Folgen, die da kommen werden. Ich danke für eure Begleitung bis hierhin. Ich danke natürlich auch für deine Begleitung bis hierhin. Vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung und wie immer wünsche ich euch alles Gute. Genießt die Zeit.